Na, habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Ich war heute 3 Stunden in der Sauna. Sanddornaufguss. Die Sauna ist leicht L-förmig und befindet sich auf dem Dach des Schwimmbades. Man hat die Spitze des Buchstabens einfach abgeköpft, ein L ohne Dach und dort eine Glaswand installiert, eine Glasfront, durch die man von innen nach außen oder von außen nach innen gucken kann. In der Mitte der Glaswand befindet sich eine Glastür mit Holzgriff. Wenn man jetzt von außen nach innen reinguckt, durch die Glasfront in das L der Sauna, sieht man völlig überraschend lauter E's. Viele kleine E's, die eng aufeinander liegen und sich mit dem unteren Haken ineinander verhakt haben, dass es aussieht, wenn man so durch die halbgeschlossenen Augen guckt, wie ein Nudelsalat. Ohne viel Gemüse, sondern hauptsächlich Nudeln mit Mayo. Mayo, der dicke Schweiß dieser fetten alten Männer. Wenn man jetzt aus dem L, aus diesem Nudelsalat E, aus diesem E-Nudelsalat durch diese Glaswand, vielleicht auch nur durch die Glastür aus der Sauna rausguckt nach draußen, befindet sich dort eine Moorlandschaft mit so kleinen Heidepflanzen, lila, grün, weiß. Und zwischen den Heidepflanzen sind einzelne Vögel, die in diesen Heidepflanzen kleine Pakete einschnüren mit so kleinen Bindfäden, wo dann draufsteht, für Meter zum Beispiel. Ich habe aber mein Geschenk nicht gefunden zwischen diesen ganzen Haselnüssen, die dort auch rumliegen. Es ist 10 cm Schicht Haselnuss liegt da drauf, wie auf so einem richtig schlecht gemachten Kuchen, der nur noch trocken ist, der so trocken ist, dass es gar nicht mehr schmeckt, sondern wenn man so eine Haselnussallergie hat, dann schnürt es sich einem so in den Hals von innen so rein, wie so ein Dehnungsstreifen. Das ist was ganz anderes. Ich hatte noch keine Dehnungsstreifen. Dehnungsstreifen kriege ich nur manchmal am Kopf, wenn ich zu sehr darüber nachdenke, was man eigentlich sieht, wenn man aus dieser Sauna rausguckt und ich so voller Schweiß auf meinem Auge gar nicht genau sehen kann. Sind das jetzt eigentlich Vögel oder so kleine Kinder, die da durch dieses Moor sich so durcharbeiten, sich so durchwühlen, auf der Suche nach irgendwie Regenwürmern? Ich habe früher im Garten auch immer Regenwürmer gesucht. Ordentlich welche gefunden.